Was genau kann ich für dich tun, Sophia? Ich glaube, mein Großvater wurde ermordet. Ermordet? Er starb an einem Herzinfarkt, aber ich vermute, es war ein Verbrechen. Und worauf begründet sich dein Verdacht? Ich fand ihn. Der Arzt verhielt sich sonderbar und er wollte den Totenschein nicht ausstellen und es wird eine Obduktion vorgenommen. Verstehe. Ich möchte, dass du, Charles, zu uns kommst und die Sache für mich untersuchst, bevor die Polizei ermittelt. Für ein Honorar, natürlich. Würde ich den Fall annehmen, wäre das sittenwidrig, Sophia. Ich bin sicher, du verstehst das. Willst du wissen, wieso ich fortging? Nein, ich... Ich wollte dich von meiner Familie fernhalten. Der mittellose Junior-Diplomat war nicht das, was sie sich vorgestellt hatten, doch jetzt... Charles, nicht. Willst du mich nicht mehr vor deiner Familie fernhalten? Jetzt stehen die Dinge ganz und gar anders. Nicht für mich. Ich glaube, der Mörder könnte noch im Haus sein. Ich habe Angst, Charles. Du hast Angst? Ja. Dann wende dich schnellstens an die Polizei. In meinem Büro sagtest du... Du sagtest, du hättest Angst. Wir sind eine sehr seltsame Familie. Es steckt viel Rücksichtslosigkeit in uns und das auf die unterschiedlichsten Arten. Und das ist so verstörend, die unterschiedlichen Arten. Wie meinst du das? So, wie ich es gesagt habe. Du weißt, wo du mich findest, falls du was brauchst. Ja, danke, Sophia. Du hast ein schönes Notizbuch. Was schreibst du da rein? Dinge, die ich weiß. Ich weiß viele Dinge. Und jetzt, wo mein Großvater tot ist, bin ich die klügste Person in diesem Haus. Willst du mir irgendwas sagen? Noch nicht. Wissen Sie, ich lese Detektivgeschichten. Und ein guter Detektiv lässt sich Zeit, um Beweise zu sammeln und alle zu verhören, bevor er einen Fall aufklärt. Weil der Mörder nie die Person ist, die man anfangs verdächtigt. Magda ist jetzt bereit für Sie. Magda? Sie mag es nicht, wenn ich sie Mami nenne. Sie sagt, das macht sie alt. Ein kleiner Mann, der einen großen und krummen Schatten warf. Großvater? Was kann ich für dich tun, Sophia? Mein Großvater wurde ermordet. Der Tod einer Legende. Leonidas hatte viele einflussreiche Freunde. Er hatte auch einflussreiche Feinde. Der Mörder könnte noch im Haus sein. Ich habe Angst, Charles. Sind Sie Sophias Schnüffler? Ich kannte einst einen Hayward. Es erging ihm ganz gut, bis er ermordet wurde. Diese Menschen. Sie wurden reich geboren und denken, sie sind unantastbar. Sie ist nur aufs Geld aus. Ich würde diese Frau gar mit meinen bloßen Händen erwürgen. Sie würden es also gern sehen, dass Brenda hängt. Sie verdrehen mir die Worte. Wir sind eine eigenartige Familie, Charles. Ein weiterer Mord ist überfällig. Findest du nicht? So viel Rücksichtslosigkeit. Das ist verstörend. So etwas passiert, wenn die Person, die man am meisten liebt, auch die Person ist, die man am meisten hasst. Ich bin sicher, Sie verstehen das. Sophia, stopp! Wäre es anders, wären Sie nicht in diesem Haus. Wie sind Mörder denn so? Wie Sie? Ich? Wie jeder. Heißblütig, kaltblütig. Sie teilen die eine oder andere Eigenschaft. Eitelkeit, mangelndes Mitgefühl. Und Mörder neigen dazu zu denken, dass sie über den Regeln und Gesetzen stehen, die für Normalsterbliche gelten. Diese Beschreibung passt auf jedes Mitglied dieser Familie. Agatha Christie, das krumme Haus. Nur im Kino.